Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir diesen riesigen Satelliten designt und hochgeschossen. Und in dieser Folge, ja, testen wir ihn nochmal aus. Wir starten mal hier den Enable Scan Tone. Öffnen. Fährt das Teil jetzt einfach aus und faltet sich? Aber er sagt mir schon an, wie viel Prozent Ohr wir unten haben. Ich hätte echt erwartet, es wäre irgendwie so ein Testgerät für die Anziehungskraft eines Planeten, aber es ist bloß irgendwie ein Ohrdetektor. Activate Detector. Habe ich wenigstens irgendwas Sinnvolles mitgenommen? Hier, Imager. Start Visual. Ah, ist glaube ich gerade Metall detektiert. Was ich jetzt mache, einfach weil es funny ist. Wahrscheinlich das ganze Teil so ein bisschen mehr ins. Das Lächerliche zieht. Ich lasse den so ganz leicht sich drehen. Der dreht sich jetzt einfach so weiter. Weil für mich ist das ein Massedetektor. Bedeutet, er muss eigentlich ein bisschen Schwingungskraft haben. Aber ja, hat er ja irgendwie nicht gebraucht. Und da dreht er sich. Und von in der Erde siehst du so irgendwas oben drum drehen. So. Schau dir das Teil an. Eigentlich riesengroß, wenn man sich so überlegt, ne? Wann sind unsere größten Teile aktuell, die wir hochgeschossen haben? Total. Okay, aber nicht lang schnacken. Wir haben jetzt auf jeden Fall diese Antriebe auch mal getestet, weil wir müssen jetzt unseren Rover mal auf die Wege bringen. Und wir gehen mal zur Weltraumstation. Das Problem ist ja, wenn wir es simpel betrachten, ich kann die Satelliten nicht so bauen, wie ich sie gern hätte. Ich habe nämlich eine Idee, wie ich einen Satelliten baue. Problem ist aber, da fehlen mir die Teile noch für. Ich würde solche gerne sowas wie Starlink bauen. Klein, kompakt, mit Solar Array dran und einfach um die Dinge rumschießen mit ganz kleinem Antrieb dran, weil die Dinger fliegen dann super geil. Also ich habe davon in meinem privaten Gameplay, ich habe die sogar in einem normalen, ungemoddeten Spiel gebaut und habe davon, glaube ich, auf einen Schlag 10 oder 20 um den Mann rumgeschossen, hab die da oben rotieren lassen. Du hast ein 100%iges Abdecken, fast die ganze Zeit. Das ist mega geil. Ich wollte nach Wissenschaftlern schauen. Das war's. Warum bin ich jetzt ins... Ja, da ist ein bisschen was. Wir haben schon einiges hochgeschossen, habe ich das Gefühl. Aber jetzt auch viel Müll noch oben, glaube ich. Irgendwann müssen wir eh aussortieren, was noch oben bleiben darf und was nicht. Und vor allem die Satelliten müssen wir dann endlich mal so einordnen, dass wir die nicht da unten sehen. Mann! Unkonzentrierter Mensch wieder am Start. Nee, die brauche ich für später. Ihr seht ihn. Da ist ein bisschen was. Auf Lager. die werde ich nachher verwenden, wenn ich mit ein paar Kollegen aufnehme. Ja, die kennt ihr wahrscheinlich eh, das UGS. Ups. Ich muss kurz sagen, eine Unrated Gaming Squad. Wissenschaftler! Jawohl! Wissenschaftler, Techniker, Wissenschaftler. Ihr seid alle eingestellt. Ich brauche Wissenschaftler. Das ist super. Mephilina, Benzinotte, und alles Körmen. Wir haben eh voll viel Piloten. Die können wir einfach mal irgendwo hinschicken. Da können ein paar sterben. Ist ja nicht irgend sogar ein Pilot mal aus. Ich glaube, wir sind gestorben. Nee, irgendwas ist mir irgendwo gestorben. Fahrzeug Mon Station 1.
die sind zugewiesen. Ja, die haben wir alle verloren. Huch. Ah, sind beides Piloten. Moment mal, Bob. Du bist schon in der Research Station. Was habe ich jetzt gerade? Ich bin rausgekommen. Ich wollte eigentlich da oben hin. Oder wir haben jetzt Wissenschaftler. Das ist schon mal gut. Das ist echt gut. Das ist super. Genius, würde ich sagen. Darauf können wir jetzt unsere... Ich muss mir erstmal unsere Bunstation anschauen, aber ich glaube, wir haben den Standard Docking Port 1, oder? Von der Größe her. Also das Standardmodell. Ich bin mir aber gerade echt nicht sicher, deswegen würde ich... Entschuldigung, dass ich gerade so verplant bin, aber ich habe echt null Plan mehr. Es ist länger her als gewollt, aber ich habe halt viel zu tun oder es geht viel ab. Was ihr nicht seht, da hinten sind es mittlerweile 4 Vögel. Und es ist zum Glück Nacht, bedeutet, die schlafen schon fast. Oder die schlafen oder sind halt in Nachtruhe. Und deswegen machen die keinen Piepsen, ansonsten wird sie abgehen wie Schmitzkatze. Nee, Klein. Und Eier haben es auch schon weg. Das ist, ja. So, Man Station 001. Ich glaube, das ist Debris, oder? Der da unten liegt. Fliegen wir mal. Wir haben so viel Scheiße mittlerweile. Wenn wir wahrscheinlich die ganzen grünen Pfeile sehen würden, würde überall nur grüne Pfeile hingehen. Ich würde sagen, ich muss gerade überlegen, wie wir planen am besten mit dem Ganzen. Ich würde sagen, wir schicken erst nochmal die Research Station für Tiere drauf. Hallo, meine Freunde. Genau, wir haben hier nämlich es so gebaut mit dem Docking Station One Port auf ein Nebenteil und dann dran an die Station. Genau, wir haben hier ein mobiles Forschungslabor normal und hier die Research Lab. Was brauchen denn die? Brauchen die irgendwas Spezielles, was ich hochschicken kann vielleicht? Das ist ja interessant. Ist eh noch ein echt viel. Welcher Teil so nach abdocken? Eigentlich das Teil hinten kann abdocken später. Es ist cool, wie das hier durch... Also ich weiß nicht, wie es euch taugt. Mir taugt es voll, dass es so knapp eigentlich über Mann fliegt, dass du die Oberfläche besser erkennen kannst. Da vorne siehst du, wie es normalerweise ausschaut. Aber okay. Nicht lang schnacken. Zurück zur Weltraumstation. Bauen des Tiertechnikteils. Oh, da. Das ist ja relativ simpel, wenn man es so sagt. Es soll außerdem beideseitig, wie sagen wir es denn? Beidseitig erhält es einen... Gott. Bei mir macht mein Handy gerade... Warum macht mein Handy... Na, weil ich eine Nachricht erhalten habe auf YouTube. Ich finde es eh toll, dass ihr mittlerweile so aktiv seid auch. Also es wird immer besser von den Aufrufzahlen her. Und mich würde natürlich freuen, wenn wir immer mehr werden. Weil dann können wir vielleicht solche Sachen noch mehr machen. Oder auch mehr Livestreamen. Oder dann wirklich viele Livestreams auch, wo wir miteinander was designen. Schreibt mir mal von der Idee von den Livestreams in die Kommentare. Ich würde dann vielleicht so alle 2 Wochen einen Livestream machen. Aktuell. Vielleicht in Zukunft dann jede Woche und dann so halt anpassend. Ist halt aktuell viel zu tun und ich muss das alles irgendwo unterkriegen. Und es ist teilweise schon schwer, wenn viel zu tun ist, die ganzen Videos für euch die Woche hochzukriegen. Aber ich mache das halt, weil es Bock macht einfach, ne? Und ich liebe dieses Spiel. Das no doubt dabei, du kannst so viel Scheiß bauen einfach. Also, dass diese Dinge jetzt nur Erz erforschen, ist vielleicht blöd. Jetzt haben wir da oben eine dreifache Erzabdeckung, aber egal. wir bauen jetzt den Standard-Raketenträger. So. Wir nehmen diesmal dieses Teil hier. So. Dann brauchen wir die Umsteckteile. Einmal, weil ja oben. Da muss ich jetzt. Oh Gott, wo sind die Teile wieder? Hier. Einmal musst du hier dran. Dann musst du hier unten dran. Da kommen jetzt die Batterien rein, weil wir alles, was sozusagen nicht gebraucht wird, später in der Station kommt in diese Zwischenstage ein bisschen. Wie die Batterien zum Beispiel. Ja, wir haben ja noch nicht die großen Batterien, das macht es ein bisschen problematisch immer. So. So, die Batterievorräte, die werden hoffentlich reichen. So. Hier kommt dann das RCS rein. Das wir brauchen. Und hier kommt jetzt der Docking Port rein. So.
umdrehen. Und dann brauchen wir die Teile, die hier sind. Einmal Vergrößerer. Wissenschaft, da ist hier irgendwo die Zoologie weg. Klack. Und dann kommt oben genau dasselbe Teil dran. Hier. Und klack. Es geht ja darum, die Station so modular wie möglich zu halten, damit wir, wenn was ist, die umbauen können einfach. Dass wir auch vielleicht irgendwie so einen Roboter hochschicken, der das dann umpositionieren könnte. Oder vielleicht so wirklich ein Stationsmittelteil mit dem Kranarm, der die Teile von A nach B bewegen kann, wenn es sein muss. Dass wir die halt jederzeit anpassen können, wie wir sie brauchen. Kranarm, der nach oben geht, das ist ja auch eine sehr interessante Idee. Dockingport habe ich hier oben vergessen. Klack. Das Problem ist, du darfst halt auch dazwischen nichts haben. Und es ist gut zu wissen, dass ich das davor gemacht habe. Also davor halt ausprobiert habe, weil bei meiner Station in meinem privaten Game habe ich es verkackt. Da kannst du jetzt die Körbel nur zwischendurch hin und her fliegen lassen. Das können wir hier noch regeln. So. Ich will hier unten noch ein kleines Treibstoffteil dran kriegen. Das sogar sozusagen die letzten paar Meter noch macht. Da brauchen wir auch ein sehr energiesparendes Teil. Oder wir nehmen Monopropellant. Das ginge natürlich auch. Aber das ist zu ineffizient. Wir vergleichen jetzt hier mit so einer High Efficient. Die macht, obwohl die macht auch nicht wirklich mehr. Orbitalmanöver. Ich schaffe noch weniger. Will klein. Nee. Welchen Antrieb verwenden wir denn jetzt? Die haben ja nicht die haben ja fast gar keinen Schub. Klack. Das schaut scheiße aus. Ja, ich bin wieder pingelig. Lasst mich. Ich bin pingelig bei der Sache. Ich will, dass das einigermaßen ausschaut. Nein. Ich treffe immer wieder die Plus. So. Und dann verbauen wir dort einfach... War das nicht einer der effizientesten sogar hier? Ja, die schauen drüber raus. MS pro Sekunde und wie viel? Ah, ich glaube, die Schubgeschwindigkeit wird reichen. 2020 Kilonewton. Das wird hoffentlich reichen für einen Mann. Aber ich erwarte auch nicht wirklich viel. So, kurz. Ich muss jetzt bloß die richtigen Punkte mal wissen, wo ich angreife, weil hier ist ja der Punkt, womit ich arbeite. So, dann schicken wir das Teil nach oben. Dann brauchen wir einen Decoupler. Und der Decoupler kriegt eine Zwischenstage, mit der wir transferieren. Vakuum mit 800 MS oder was? Das kann ja gar nicht gut werden, wenn ich das mir schon die Zahlen hier anschaue. Dann nehmen wir zwei große Stages. Perfekt. So. Und dann den typischen Unterkonstruktionsbau. Mit zwei großen. Ja, ich kenne das Spiel schon ewig lang, ne? Aber ich verklicke mich immer und immer wieder in diesem Spiel. Das ist der Wahnsinn. Ich lerne nie dazu. Zack, zack. Und dann. Engine dran. Ich hätte sie bloß gerne im weißen Mantel. Und gedreht, so. Weil immerhin kriegt die noch seitlich zwei Boosterchen dran. Mit 2000 Kilonewton, glaube ich, kommen wir nicht recht weit. Was ich auch machen könnte, ist hier oben
noch Qualitätsverbesserungen geben. Die hier drin, ja, die brauchen nicht unbedingt eine Qualitätsverbesserung, aber Schaden tut es ja trotzdem nicht. Und ich habe mich schon wieder rausgedrückt. Ahaha. Zwei, zack. Dann haben wir hier noch. Ja, zack. Und klack und klack, wenn ich hier schon drüben wird es zu essen gleich sein. Klack. Und dann haben wir noch oben die Spitzen drauf für die Haube. Wenn wir eine passende Haube natürlich finden, weil die ist jetzt hier nicht so leicht. Klack. Und dann brauchen wir wieder Aerodynamik. Nee, das geht nicht. Ah, guck mal, da sind richtige Nasen sogar. Perfekt. Diese Nasen brauchen wir. Und dann geht es nicht. Kommt und dann hier gleich drum. Perfekt. Ich komme mit dir. Ja, Stage so. Aber wir können dazwischen noch einen Fluid Transport machen. Fluid Transport von den äußeren zu inneren. Dann haben wir den innen später vollen Treibstofftank anstatt nur ein Viertel. Oh, ich hab den verstanden. Oh, yeah. So. Und dann starten wir jetzt hier durch, machen hier so und hier so. Und ich warte, genau, die innere muss natürlich ein bisschen verbessert werden. Die braucht mehr Schub und die äußeren kriegen auch Notfall ist Notfall. Und das ist jetzt die Doggy One. Doggy 001. Speichert. Die Verbesserungen werde ich noch bis zur nächsten Folge abschließen und dann starten wir das Teil in den Orbit. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.